Die bayerische WM-Analyse aus dem Giesingerbräu, präsentiert von abendzeitung.de und diemannschaft.blog. Warum hat es dich bewegt? Warum bewegt 60 deiner Meinung nach? Weil das noch der ehrliche Fußball ist oder warum reißt es einen mit? Weil es Freud und Leid zugleich ist. Und beim FC Bayern bist du natürlich Leid nicht mehr gewohnt. Wenn die einmal verlieren, dann wird wieder die gesamte Managementführung und Trainer alles in Frage gestellt, weil der FC Bayern darf nicht verlieren. Der FC Bayern wird auch einfach mal ein halbes Jahr vor Ende der Saison Meister. Muss da erst einmal schaffen. Meisterfeier in Bayern geht ja so. Also, fahren wir in den Biergarten, komm. Ja. Meisterfeier mit 60, da ganz anders ablaufen, oder? Da war die ganze Straße blau. Das musst du dem Verein halt lassen. Das klingt jetzt blöd, aber wenn man oft verliert, ist natürlich der Gewinn ein Segen. Können wir mal auf die Meisterschaft von 60 nochmal anstoßen? Auf den Aufstieg? Also, das fragt sich jetzt in welcher Liga, aber ja. Also. Und der Bayern-Fan höre ich jetzt raus, wenn der FC Bayern keinen Erfolg mehr hätte, würde der auch nicht mehr mit der U6 nach Freudmanning rausfahren, oder? Weil du meinst, dass das so ein Erfolgsfan ist. Das wäre tatsächlich, also ich sag's ja nochmal, es gibt den Bayern-Fan und den Bayern-Fan. Einen leidenschaftlichen Bayern-Fan, der schon immer Bayern-Fan ist, und dann gibt es den zugereisten Event-Fan, aber dieser Event-Fan, der würde garantiert nicht mehr mit der U6 nach Freudmanning hinausfahren, geschweige denn würde er noch mit einem fetten Audi ins S0 Medienparkhaus oder VIP-Parkhaus fahren. Also das würden sie dann sein lassen. Das ist ja klar. Ich meine, da geht es halt ums Dabeisein. Ja? Aber das hat nichts mit dem normalen Bayern-Fan zu tun. Ich glaube, der normale Bayern-Fan und der normale 60-Fan, die unterscheiden sich wenig. Die haben eine Leidenschaft für einen Verein. Aber dieser Event-Fan, der macht es einfach für die 60er unsympathisch, den Verein. Aber 60er ist ja auch ein Event, wenn man gerade rausgeht ins Grünwalder Stadion. Meinst du nicht, wenn der TSV 1860 weiterhin Erfolg hätte, weil du ja auch die Zugrosten immer gesellschaftskritisch betrachtest, dass das einen richtigen Schub geben könnte? Ich habe ja gerade eigentlich einen Schmarrn gesagt. Es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Neumünchner, die, sage ich mal, den provokanten Verein suchen. Ja, die dann sagen, ah ja, ich bin jetzt 60er durch und durch. Also ich war vor kurzem im Stadion, da hast du schon so Leid, wo du dich fragst, warum ist der jetzt 60-Fan? Also, ja. Aber gut, manche mögen halt das Leiden.